Ja, die Schweizer, die haben so eine Eigenartigkeit, da überall dieses Templerkreuze darauf zu setzen. Swiss made. Sogar auf dem Klopapier. Weil sonst würde niemand in der Schweiz dieses Papier kaufen, um seinen haarigen Schweizer Arsch damit zu putzen. Ich nenne das Schweizer Graffiti. Es ist ziemlich krankhaft. Es steht noch drauf Solo, weil du musst es selber machen. Und Solo, ganz alleine. Und da ist noch so ein blauer Engel da drauf. Ja, da ist es dann, das super Schweizer Klopapier. Ja. Und wenn man das dann kaufen will, dann nimmt man sich einen Schweizer Kuli und macht man sich eine Einkaufsliste. Alles Swiss made. Da hier, so ein paar Sachen, die man das Swiss made kaufen kann. Da kauft man sich Kartoffeln, die nennen sie Härtopfu. Naja. Und da ist natürlich das Schweizer Kreuz da drauf da. Dann schneidet man das in kleine Rondellen oder in kleinen Schweizer Krützli. Und dann mit diesem Messer da, bevorzugsweise. Dann kauft man Käse, auch mit so einem Kreuz da drauf. Na? Dann kauft man sich Salz, das muss aus der Schweiz sein, sonst taugt das Essen nicht mehr. Dann kauft man sich Schweizer Marmite und Schweizer Eier. Ja, alles damit so ein Kreuzer drauf. Ist ziemlich krankhaft, das Ganze ist unglaublich. Und das Ganze, das steckt man dann in eine Schweizer Tüte. Da. Auch da darf das Kreuz nicht fehlen, eine Schweizer Tüte. Und dann bereitet man sich vor auf dem Abendessen. Man putzt sich schön die Haare und so mit einer Schweizer Bürste, made in Switzerland. Ist noch ein Wunder, dass da kein Kreuz drauf ist. Das war vielleicht auf die andere Seite. Dann gibt es das Abendessen. Das ist genau um 18:00 100 Uhr. Ist mal 5 Minuten zu spät und kann man es vergessen. Da muss man bei McDonald's essen oder so. Dann kauft man sich Schweizer Holz aus ihrem Schweizer Wald, auch mit so einem Kreuz drauf. Man ist es krank, das Ganze. Und dann legt man dieses super Schweizer Holz da in diesem Ofen da und bereitet sich das Abendessen vor. Wenn man dann fertig ist, dann putzt man sich seinem haarigen Schweizer Arsch und versucht, den Resten der unverdaulichen Schweizer Mahlzeit durchzuspülen da im Klo. Und wenn man dann spülen will, zu ihrem Schrecken, gibt es auch hier wieder so ein Schweizer Kreuz. Da. Es ist schön, Schweizer zu sein. Die müssen ja glücklich sein, oder?